Ja, mein Nachfolger bei Liverpool, könnte ich mir vorstellen, wird Xabi Alonso. Aber wenn er wieder nur Vizemeister wird mit Leverkusen, dann heißt er Schade Alonso. Ja, ich bin sehr Kloppo. Ja, mir fehlt irgendwie Energie. Ich bin irgendwie total schlapp. Geht nicht. Ja, I made the decision that I quit Liverpool. Ich höre auf bei Liverpool und ja, ich brauche ein bisschen Ruhe, brauche ein bisschen Urlaub auf Sylt. Ich höre auf, weil mir fehlt Energie, mir fehlt Pep, also Power. Wobei, der Pep fehlt mir ja nicht, sondern ich fehle dem Pep demnächst, aber egal. Nö, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr. Also ab Sommer mein wahrscheinlich erstmal Pause, mal so ein Sabbatical. Ja. Und dann sollen sie mal zusehen, wie sie ohne mich fertig werden. In Dortmund klappt es ja bis heute nicht. Ja. Was denn? Bayern-Trainer? Ja, nee, da habe ich den Thomas sehr erfolgreich hinvermittelt. Und ganz ehrlich, wenn irgendwas in die Reihe passt, Dortmund, Leverkusen, Liverpool, freudscher Versprecher, dann ist es wahrscheinlich St. Pauli. Schöne Doppelhaushälfte auf der Herbertstraße. Ich werde nie wieder einen anderen Verein in der Premier League trainieren. Also bin ich den Fans und dem Verein schuldig. Ja, vielleicht so Glasgow oder so. Oder Dublin, könnte ich mir auch vorstellen. Könnte ich da wohnen bleiben und einfach rüberschwimmen. Ja, oder mit Schlauchboot. Was denn, England-Trainer? Ja, sollte eigentlich noch geheim bleiben, aber... Ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil der Southgate hat noch einen 3-4-Jahr Vertrag. Bei der EM in Deutschland scheitert er wieder im Elfmeterschießen und England hat auch die viel, viel geilere Mannschaft. Und ich spreche noch besseres Englisch als der Dyer. Ja, schon mal gesehen? Was denn Real? Also ganz ehrlich, wenn, dann musst du auch eine reale Frage stellen. Das ist ja total unreal. Ja. Was ich in der Pause mache? Ja, ich gehe mit dem Hund spazieren. Oder besser der Hund mit mir, weil ich keine Energie habe. Und dann werde ich vielleicht, sechster Co-Trainer unter Terzic für ein halbes Jahr. Wieso nicht? Ja, mein Nachfolger bei Liverpool, könnte ich mir vorstellen, wird Xabi Alonso. Aber wenn er wieder nur Vizemeister wird mit Leverkusen, dann heißt er Schade Alonso. Da bin ich gleich wieder Power. Zurück nach Dortmund als echter Trainer. Niemals, ganz ehrlich, nenn mir einen, der zum BVB zurückgekehrt ist, wo es nachher besser lief. Außer, wie hieß sie nochmal? Renate Meyer, da war die Klofrau von der Südtribüne. Ja, die ist jetzt Chefin. Ja, jetzt mal ehrlich, Götze, Kagawa, Hummels, ja, Sahin, ja. Bundesliga ist grundsätzlich ja, interessant, aber nicht für mich. Weil ganz ehrlich, du fährst doch nur noch aufs Land. Heidenheim, Hoffenheim, ja, Darmstadt, Augsburg, In England sagen sie nur noch Bundesliga gleich Bauernliga. Nee. Ja, ich mache jetzt erstmal eine Pause nach Liverpool. Ja, und dann gehe ich, was keiner weiß, zu Inter Miami. Also Ulla wird Trainer wegen der rosa Trikots. Ich gucke nur zu. Ja, ich mache jetzt noch 6-7 Jahre Trainer, irgendwie Nationaltrainer oder irgendwas. Und dann dann höre ich als Trainer auf und gehe ins Dschungelcamp. Dann mache ich den Heinz Hönig. Ja. Und ganz am Schluss, wenn gar nichts mehr geht, dann gehe ich zu Schalke. Ja, so, die Frage ist klar. Was glaubst du? Ja, gehe ich zu Bayern, werde Bayern-Trainer oder werde ich ab Sommer Nationaltrainer von Deutschland? Oder was mache ich? Schreib es mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und ja, Ruhe! Ulla und der Hund, wir wollen Gassi gehen. Schreib es mal in die Kommentare. Außerdem gibst du einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und komm mal bei meiner Tour, bei Matzes Tour, Mut zur Lücke vorbei. Denn ich bin da und Kloppo ist auch da. Also, wir sehen uns gleich. Tschüss, mach's gut.